Kann Frank Rosin unter diesen Bedingungen überhaupt noch etwas ausrichten? Ja Leute, herzlich willkommen wieder hier zu meinem nächsten Video und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal Sascha Verrückte Touren. Links neben mir Lost Adventure Tom, der ist auf jeden Fall mit dabei. Wir machen heute ein wunderschönes, leckeres Outdoor-Kochen. Ja, was ich heute koche, ich habe hier Bratkartoffeln, dann habe ich ein paar Würstchen hier. Und was ich noch habe, Tomaten und Eier. Das wird jetzt gleich zubereitet mit meinem Superkoch. Den habe ich nämlich hier. Aber was ich auch noch habe, ist hier so ein Energy Drink. Den verputze ich jetzt erstmal hier weg ein bisschen. So. Oh. Ja Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Also, mir geht's auch sehr, sehr gut, wenn ihr euch fragen solltet. Ja, dann haben wir hier eine wunderschöne Location ausgesucht, so ein Art Lost Places. Und da haben wir gedacht, ne Tom, machen wir mal ein richtig tolles kleines Video, ein Kochvideo. Das Wichtigste ist ja hier meine Teefallpfanne. Die ist auch sehr wichtig. Dann habe ich hier noch ein Messer, Salz, Pfeffer. Ist natürlich auch dabei vom Action. Vom Action, die schmecken richtig gut, Tom. Die sind richtig gut. Natürlich Öl. Öl darf natürlich auch nicht fehlen. Ein Brettchen zum Schneiden. Brettchen zum Schneiden. So ein Holzbrettchen, auch so ein tolles. Ich habe hier noch ein Brettchen, das hole ich mal hier raus. So, und jetzt haben wir ein Problem. Der Tom hat nämlich kein Feuerzeug dabei. Und ich hoffe, dass ich irgendwo hier Feuer bei hab. Das sieht so richtig gut scheiße aus, Tom. Ich gucke mal. Hier haben wir hier was drin. Hier was drin. Hier was drin. Nein. Wir haben hier nichts drin. Ich gucke mal, ob ich hier was drin habe. Messer, Löffelchen. Alles, was das Herz begehrt. Und noch ein kleines Löffelchen. So. Aber wenn ich jetzt hier so fühle, Tom, habe ich hier leider kein Feuer bei. Und im Auto habe ich leider auch kein Feuer bei. Das heißt, so, alternativ, vielleicht habe ich hier ein Feuer drin. Das ist mein teurer Kocher hier, ein ganz guter hier, von Koschera. So. Aber dann kann ich mein Auto dran halten, damit der angeht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier, ach doch. Doch, kannst du deinen da dran halten, das geht. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, alles klar. Ja, gut, Tom hat eine gute Idee. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Kocher anmachen, dann kann der Tom seinen dagegen halten und dann geht der an. Ja, gut. Tom, du bist gut. Leute, der Tom ist gut, der meldet das gut. Nele, warte mal kurz. Nele. Ja, Tom hat seinen Hund dabei. Die kleine, süße Nele. Komm mal her. Muss man natürlich immer so ein bisschen was aufpassen, ne? Auf so ein kleines Hündchen, ne? So, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal etwas schneiden. So, tue ich erstmal alles rein. Das brauche ich erstmal alles gar nicht hier. Gabel und sowas, das brauche ich nicht. Messer brauche ich auch nicht. Haben wir hier Löffelchen, das brauche ich auch nicht. Gäbelchen, ja, das behalte ich jetzt mal, tue ich erstmal rein, weil es hier so ein bisschen ekelhaft ist hier auf dem Tisch. Deswegen, aber gut, will man machen. Kann man nichts machen. So, das will ich jetzt auch erstmal wegtun hier. Oder ne, spalte das. Ich behalte das. Zum Sachen drauflegen, zum Schneiden. So, Leute. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. So, hier haben wir natürlich Eier, Tomaten, ne? Hier meine Bratkartoffeln, wie ich auch erzählt habe. Salz, Pfeffer, Öl. Ja, meine Teefallpfanne, die ganz gute hier. Ja, und dann hier mein Autokocher hier, ne? Das darf natürlich hier alles nicht fehlen. Ja, und jetzt werde ich gleich schön schneiden. Okay. So, Tomaten habe ich hier, Leute. Da werde ich jetzt erstmal die kleinen Tomaten schneiden. So, rein und... Oder ich lasse sie einfach so. Komm, ich schmeiße die Tomaten einfach so rein. Blödsinn. Ich schmeiße die Tomaten einfach so da rein. So. Tomaten sind immer sehr, sehr lecker. Und weil ich doch normalerweise habe ich ja noch Speck hier drin, Leute. Aber hier so einen schönen sauberen Tisch. Aber da sollte ich mich nicht drum stören. Mhm.
Bei mir gibt es heute Bratkartoffeln mit Paprika, Chilischoten und habe ich hier auch drauf. Ich stelle das mal alles hier in einem sauberen Bereich hier. Hier haben wir das Fleisch. So, ich habe natürlich alle schon fertig geschnitten hier. Ach, warte mal, ich habe Kartoffeln auch an. Hallo, hallo. Der ist auch mutig gegangen. Ich? Hallo, ja, so. Was sagt man immer wieder? Hier spricht der Preis. Hier spricht der Preis. Boah, Leute, das sieht richtig gut aus hier mit der Salami, weil ich hier noch klein schneide. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir wollen heute Auto kochen. Und zwar befinden wir uns hier in einer alten Fabrikhalle mit Sascha Verrückte Touren. Hi, grüßt euch. Küche da hinten aufgebaut. Ja, ich bin schon fast satt. Ich muss auch noch aufbauen. Ich habe leider mein Feuerzeug vergessen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, wie kriegen wir das hin? So ein Kippmechanismus mit so einem Feuerstein drin. Ja. Und da werde ich meine Gaskartusche gleich einfach dranhalten und dann sollte es gar kein Problem sein. So, bei mir gibt es heute Hackbratkartoffeln, Hackfleisch mit Bratkartoffeln und Paprika, Chilischoten. Ich habe natürlich alles schon vorbereitet. Hier, Sascha, wenn du noch Chilischoten brauchst, habe ich noch. Ja. Kannst du mir eine geben? Ja, nimm raus. So, nimm eine kannst du mir geben. Raus. Nur ein bisschen. Nur ein paar Dinger nur. So, hier sind meine. Das ist doch nett vom Tom, ne? Paprika, schaut mal. Das riecht so frisch. Ja, bei mir ist das so, ich mache alles zu Hause immer schon fertig. So brauche ich nicht so wie der Sascha jetzt zum Beispiel da so zum Schnibbeln oder so. Aber jeder macht es ja anders. So, hier haben wir das Salz. Ein bisschen Knoblauch. Ich habe leider meinen Pfeffer vergessen. Hast du Pfeffer dabei? Ja, ich habe Pfeffer dabei. Ach, guck mal. Das ist doch mal. Ich habe auch Feuer dabei. Schön. Ja. Echt, hast du noch? Als wir zuletzt kochen waren im Harz. Echt? Immer noch dieselbe? Ja, immer noch dieselbe Gaskartusche. Wahnsinn. Ich würde sagen, das hält richtig lange. Wahnsinn, Wahnsinn. So, ich habe jetzt erstmal hier ein bisschen Salami klein geschnitten, ein bisschen Tomätchen rein. Jetzt kommen gleich die Bratkartoffeln, okay. Die kommen gleich noch rein hier. Ja. Und nachher noch später die Eier. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich würde sagen, ich schmeiß jetzt meine Gaskartusche an, bevor Sascha seine einschaltet. Ja. Soll ich anmachen? Ja. Warte mal, das stimmt hier nicht. Warte mal, jetzt muss ich erstmal. Das riecht nach Gas. Ich hab mal zugemacht. So. Ist an, ne? Ja, ist an. Windig. Ja, jetzt stell mir vor, wir wären draußen, wo du kochen wolltest. Ja. Was habe ich dir gesagt? Ich wollte eigentlich draußen kochen. Ach, wäre doch viel zu windig. So. Viel zu windig. Fett rein. So. Kommt erstmal. Leute, ich habe so einen Hunger. Boah. Ich kann es kaum erwarten. Ich schwenke aus dem Wüste aus dem Wasser, oder? Ja. Ja. So. Meine alte Gaskartusche. So, da gucke ich doch jetzt mal. So, das brauchen wir erstmal nicht. Das Salz und Pfeffer. Die Eier kommen nachher. Öl habe ich hier. So. Was hat man nicht alles am Mann, ne? Drehen wir mal ein bisschen auf hier. Kartoffeln schon mal rein. Du hast die fertigen Kartoffeln? Ja. Ja, ich habe frische. Du hast frische? Oh, ja, da kannst du dich mithalten. Mein Bild ist schon wieder geblieben. Ja, weißt du, was das ist? Du musst hier bald Akku rausholen. Das habe ich auch immer. Dann passiert das nicht mehr.
Dann hast du Ruhe. Vertrau mir. Ich kenne das auch, der Scheiß. So Leute, jetzt ein bisschen Pfeffer rein. Dann lassen wir das erstmal schön anbraten. Das ist gut hier. Das ist von Action. Das schmeckt richtig gut hier. Das ist echt gut. Und ich liebe Kochen. Und mein Gericht, immer wenn ich Outdoor-Koche mache, ist ja immer Chuchuk-Wurst. Ne? Ja. Chuchuk mit Pfeffer und Salz und mit Peperonis. Aber ich habe mir gedacht, diesmal machst du mal was anderes. Und muss ja nicht immer das Gleiche sein. Ne? Abwechslungsreich ist immer gut. So, die Bratkartoffeln hier so rein. Mir ist die Kamera gerade wieder ausgegangen. Ja komm, ich hab einen Bärenhunger. Oh, das sieht ja richtig gut aus, was du hast. Ja, Zwiebeln sind das schon mal drin. Hier ist noch ein bisschen Speck. Ein bisschen Speck ist auch noch hier drin. Alles super, alles gut. Warte mal, ich glaube, ich habe doch viele Kartoffeln. Ich mach mal ein paar raus. Das ist egal. Aber ich habe ja noch Fleisch. Ach, hier gut. So. Ja, das ist ja Problem, das dauert jetzt alles. Boah, das sieht ja sehr, sehr gesund aus, sein. Mega. Ja, ne? Ja, aber das dauert jetzt sowieso, aber das ist egal. Ja, Leute, das sieht schon richtig gut aus hier. Mal garen. Es sieht schon richtig gut aus. Ja, sag ich dir. So, die Gewürze mache ich natürlich gleich drauf. So, Leute, was meint ihr? Wann soll ich die Eier reinlegen? Erst, wenn alles fertig ist, zuletzt? Oder jetzt? Ich bin jetzt unsicher, aber ich warte noch ein bisschen. Also ich bin nicht der perfekte Koch, ne? Ja, ich auch nicht. Also wir müssten jetzt wirklich Tim Melzer hier haben. Oder, wie heißt der eine nochmal, der Koch, der ganz gute? Ey, wie hieß der eine Koch nochmal? Rosin, ne? Rosin, ja, ey, der wäre auch gut. Ich glaube, der Rosin könnte uns bei den Gematsche, was wir hier haben, könnte ein richtig tolles Gericht draus machen. Rosin, helf uns, komm! Wenn du das Video siehst, schau einfach, ich komm mal zu dir, nehmen wir. Ui, ja. Das sieht immer wirklich einen Deckel gut aus. Drauf, weil dann ja, das ist das Gute. Du hast einen Deckel, ne? Ich habe keinen Deckel hier. Gehen wir noch ein bisschen hier rüber. Wenn ich jetzt noch einen Deckel noch holen würde, ja. Also ich weiß nicht, dann. So. Oh, ich habe sogar noch ein paar Tomaten noch hier. Willst du denn auch eine Tomate haben? Nee, ich brauche keinen, danke. So, warte mal, ich muss noch ein bisschen, kann man auch hochmachen. Die kriegst du auch umsonst. Ja. Brauchst du nicht mal was für geben. Oh Leute, das riecht richtig gut hier. Das riecht in der ganzen Fabrikhalle. Jetzt kommen gleich die Arbeiter alle wieder. Wir haben Hunger. Die ganzen Arbeiter. Wo ist Lene? Ach, die sitzt da, ne? Aber? Sieht richtig gut aus. Mmh. Salami ist rausgefallen. Das dauert natürlich so. Ja, was super wäre, was wirklich, wenn ich jetzt irgendwie so einen Deckel hätte, das wäre wirklich gut. Ne? Ja, klar, es gibt ja für Bratpfanne. Wir hängen noch ein bisschen auf, ich habe ja den Start dabei. Hast du genug? Ja. So Leute, was habe ich jetzt hier für ein Öl genommen? Natives Rapsöl. Ja, jetzt noch was zu trinken. Hast du was zu trinken bei? Ja, ich hab auch meine. Komm, stößen wir mal an. Stößchen. So. Okay. Man soll in die Augen schauen. Ja, ne? Genau. Stößchen. Guck mir auch mal in die Augen rein. Aber verliebt dich bloß nicht in mich. Ah, Leute, auch in deine Community. Erstmal lieben Gruß an alle. Ja. Sieht ja, ich bin gerade mit dem Tom gerade hier lecker schön Autokochen am machen. Und ja, ich habe auch ein leckeres Getränk dabei, ein Energy-Getränk, und zwar Mango. Mango ist immer gut, oder? Mango schmeckt immer gut. Wir haben auch eine Nachfrage schon gehabt von Zuschauern, wann wir mal wieder zusammen ein Video machen. Ja, nie wieder, nie wieder.
Nein, Quatsch. Nee, Leute. Jetzt sind wir hier und kochen. Ach, deine Kartoffeln gehen schneller. Nee, Leute. Meine. Ja. Guck mal, für deine Community. Wir machen auf jeden Fall, machen wir im Sommer öfters mal ein Video. Und wir werden auf jeden Fall, also uns wird ja auf jeden Fall viel zusammen sehen. Ne? Ja, es kommt wieder jetzt. Ne? Ja, es kommt. Es kütt. Das Jahr hat jetzt gerade erst mal angefangen. Ja, ist ja, bei mir ist schon fast zu Ende. Bei dem, was ich geplant habe. Ja, lieber planen als ungeplant irgendwie. Ne? Ja. Boah, geht gut hier, ne? Mhm. Zwiebelchen hast du auch drin? Ja. Boah, ich riech das gerade Zwiebeln, ne? Ja. Ey, Zwiebeln habe ich vergessen. Oh, hättest du was gesagt, hättest du von mir ein paar haben. Ah, und Gehacktes hast du auch noch da? Ja, du kannst von mir Gehacktes gleich haben. Boah, ey, gesagt, guck mal, was der Gehacktes da hat, Leute. Bratkartoffel-Hackpfanne mit Ey, Wahnsinn. Und Chili. Das sind jetzt 250 Gramm, die ich da habe. Ja. Kannst du ein bisschen Gehacktes haben? Ja, kannst du rausnehmen. Ja? Genau. Warte, ich gehe mal kurz. Schon mal kurz was raus, ja? Also bei mir dauert das, ich kann noch 2 Stunden dauern. Also Gehacktes ist schon schlecht. Ja, das ist ja. Nur ein bisschen, hol ich mal draus. Ja, hier. Nur ein bisschen. Habe ich alles heute frisch eingekauft. Uiuiui. Ja. Deckel drauf. Hier. Ist so ein bisschen hier. Ja, komm, ich hau mal auch schon drauf. Ist gut, ich sag. Ja, ne? Ja, komm. Ob das jetzt ein bisschen dauert oder nicht. Es ist ein viel Hack. Ja, aber guck dir mal einen Brenner an. Guck dir an, wie geil der ist, ne? Ja, brennt gut. Ich hab den, Leute, ich hab den ja von Kuschere gekauft. Ich habe ja auch so einen Kocher gehabt, wie der Tom jetzt hier. Und für mich war das immer blöd. Immer wenn ich gekocht habe, ist mir immer entweder der Topf umgekippt oder hier und wackelig und hier. Ich habe da auch keine Lust mehr gehabt. Ey. Ich merke das ja selber. So, ich habe ein bisschen Hack jetzt oben drauf, das ist egal. Aber Tom, ich sag dir ehrlich, geh dir auch das kaufen hier. Ja. Das ist wirklich oder, super. Oder auf dem Trödelmarkt gibt ja diese Camping-Dinger. Ja, die sind auch nicht schlecht, die gehen auch. Es gibt so diese längliche Gaskartuschen. Die sind auch super. Ja. Also ja, wie noch besser. Ja, auch mal hier für deine Community. Ich habe ja so ein süßes Bötchen und deswegen kann ich den Kocher gut gebrauchen, weil wenn ich öfters mit dem Boot unterwegs bin, da kann ich auch draußen auch mal was kochen, weißt du? Ja, genau. Na, deswegen muss ich was das haben. Und das riecht sehr, sehr lecker da. Das muss man echt lassen. Ja, ne? Und die Hälfte geht schon daneben. Das ist Phenele. Wenn ihr den hier auftrisst, jetzt schon. Boah, der ist schon Power, ey. Der ist schon praktisch, dann kein Feuerfeld raus. Ja, ne? Du kannst einfach klicken. Also, ich muss nicht immer dasselbe sein. Wir haben immer Schutzschub gemacht. Ich esse gerne Schutzschub, klar. Knoblauchwurst. Mit immer, ne? Zwiebeln, das geht immer. Und, das geht immer. Ich habe ja einmal Kartoffeln gemacht in Würfeln. Ich habe nur eine Pampe nachher gehabt. Ja. Mhm. Pfeffer? Ja, kommt gleich alles rein. Bleib mal ein bisschen ruhig. Willst du ein Ei haben? Eier habe ich auch noch hier. Kannst du auch für mir Eier haben? Ein Ei brauche ich nicht, danke. Alles gut. Boah, Leute, guck mal hier. Ist das schwarzer oder weißer Pfeffer? Schwarzer. Wenn man deine Community-Ding aufmacht, knallt da immer ein Pfeffer rein und Salz. Ja, wenn du einen weißen Pfeffer hast. Ist aber nicht gesund. Kommt gleich in die Kommentare. Sascha, ist aber nicht gesund. Nee, zu viel Fett und alles, ne? Ja. Bäuchlein lässt grüßen. Aber so. Ja. Ich habe alles bis auf der Gewürze schon drin. Ja. Aber ist mit Deckel geht es natürlich besser, ne? Ja. Schön festhalten. Alles schön durch. Schön lecker. Riecht auch gut. Ich bin überlegen, ob ich jetzt ein Ei reinhauen soll. Soll ich machen? Bei dir passt noch ein Ei rein, bei mir sieht es nicht so. Pass auf, jetzt! Komm mal her. So, knallen wir noch ein Ei rein. Oder 2. Elke hat mir extra 4 Eier mitgegeben. Ja, gut. Oh, jetzt ist ein Stück Schale reingefallen. Muss mal gucken. So, und noch einer. Willst du ein Ei haben? Ja oder nein? Nein, ich nicht. Danke. Okay. Ah, der Pech. Hau deine Eier da rein. Boah, Leute, guck mal, wie geil das aussieht.
Sieht so leckere Rührei da rein sind. Ne? Ah, Leute, das, ja. Wer kennt das nicht? Schmeckt immer lecker. Ich habe zu Elke gesagt, ich sage immer, was soll ich denn jetzt am besten kochen? Ich habe keine Lust mehr, mal Chuchuk zu machen. Ja. Dann sagt Elke, ja komm, Bratkartoffeln. Ich wollte eigentlich Reibekuchen geholt haben. Ne? Ja, ich habe auch überlegt, Reibekuchen. Oder Pfannkuchen, oh, Pfannkuchen, ja. Oder sowas, ne? Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Ja. Ich sage nur, der Tisch ist eklig, aber das sollte uns jetzt nicht stören hier. Soll ich was sagen, das sehe ich gar nicht. Oh, ich sehe nur unser Essen hier. Guck mal hier. Mm. Ich habe noch nicht gefrühstückt heute. Noch gar nichts? Nee. Nee, ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Komm, wir müssen mal ein Foto zusammen machen. Ja. Ein schönes Foto. Ja, ich habe ja so ein beschissenes Handy. Ich habe ja ein Handy bestellt. Mein Handy ist ja hingefallen. Ja. Genau mit dem Glas auf dem Boden. 800 Euro kaputt. So, und jetzt habe ich ein Handy gekauft für 160 Euro. Ja. Und ich habe als Ersatz habe ich ein Handy, der ist 20 Jahre alt. Krasse Scheiße. Ja, das ist wirklich krasse Scheiße. Okay, warte, jetzt. Warte. Als Thumbnail ist das gut, ne? Warte. 3, 2, klick! Klick! Nee, jetzt macht er eine Aufnahme. Will ich ja gar nicht, wieso Foto? Ach, hier. Filter, Gesicht. Farbton. Brauchen wir nicht. Ich will ein Foto machen. So. Ich drücke jetzt einfach drauf. Ja. Noch eins. So, warte mal. Ja. Guck mal, ein bisschen verschwommen. Oh, das ist sehr gut. Nee, wir machen noch eins. Machen wir noch eins. Sehr verschwommen. Okay. Ich drück jetzt mal hier drauf. Warte. Ich guck mal. Ja, sehr gut, sehr gut. So, Leute. Ich bin jetzt mit dem Essen fertig und es schmeckt richtig gut, Leute. Es schmeckt richtig gut. Kann Frank Rosin unter diesen Bedingungen überhaupt noch etwas ausrichten? Ich hab noch gar nicht angefangen heute. Ich bin fassungslos. Ja, ich bin noch so, dabei. Und jetzt werde ich... Willst du meinen Kocher nehmen? Komm. Komm, nimm meinen alles Kocher. Alles gut, der funktioniert gut. Komm. Der geht wirklich schneller. Komm, Tom, willst du bis morgen immer noch dein Essen warm machen? Komm, hier. Kocher richtig heiß. Ich mach den an, hier, komm. Okay. So, wir tauschen jetzt mal unseren Kocher hier. Komm, du wirst einen Unterschied sehen, komm. So. Komm, tu dir mal da drauf. Oh, so, hör mal, hört er dem anderen. Hört er das mal an? Sinn, ja, jetzt siehst du mal. Schmeiß den weg in den Mülleimer. So. Jetzt haben wir mal den Kocher getauscht hier. Boah, der geht aber direkt ab, wa? Ja. Und der ist auf klein, ne? Ja. Ich habe mir gedacht, 80 Euro ist viel Geld, klar. Ja, ja. Aber ich will lieber was Vernünftiges haben, statt wieder so was Kleines da, ne? Ja, der wo ich mich nur ärgere. Die Hitze wird natürlich besser verteilt. Ja, ganz anders. Als bei meinem Rucksackkocher. So, Leute, ich bin jetzt fertig und ich werde gerade. Haben? Ich habe alles dabei. Ich esse das hier aus der Pfanne. Ach so, Löffel habe ich auch dabei, einen Gabel. Leute, lecker, guck mal. Guck mal her. Mega. Klasse. Boah. Ja, aber ich warte. Ich steht nicht richtig drauf. Nee. Ja. Boah. Ich hätte natürlich, ich habe noch höhere Töpfe. Einen höheren Topf. Noch klein und alles. Aber so einen höheren Topf wäre. Aber lecker, ja. Und die Tomaten, die geben noch so ein bisschen so eine Frische ab. Mhm. So, ne? Das ist ja super. Mhm. Ja, das ist nicht eingefroren. Ich habe nämlich den Akku jetzt Tom hat Hunger. Abgestöpselt. Ja, ich habe Hunger, klar. Aber ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Mhm. Aber das ist egal. Wir haben Zeit. Boah. Wir haben keinen Stress hier.
Jetzt ja. Geht aber Power hier. Ey, leck mich. Boah. Aber da merkst du wieder die Kohle, ne? Ja. Ja, da merkst du es wieder. Kannst auch kleiner stellen. Komm her. Ja, alles gut. Komm hier. Lass lieber so. Ja? Lass groß, weil meine Kartoffeln. Soll ich groß lassen? Ja, hier. So groß, wie ich es immer habe. Ja. Wir rühren halt natürlich alles immer gut durch. Ich bin jetzt schon mit dem Pfeffer hier drauf, Mami. Also ich wollte ja eigentlich Reibekuchen geholt haben, ne? Ja. Und schön drauf, das wäre richtig gut gewesen. Und dann Apfelmus dabei. Mhm. Oh, lecker. Oh. So. Mmh. Richtig gut. Das sieht total ulkig aus, wenn ich hier mit der Pfanne rumlaufe. Aber es schmeckt richtig lecker. Schön ein bisschen scharf durch diese Peperonis vom Tom. Aber lecker. Mmh. Und natürlich haben wir dieses Glück, dass jetzt hier keine Besucher sind von dem Lost Place. Das ist natürlich auch super, ne? So ein Glück hat man auch nicht immer. Ja, das sieht schon anders aus, ne? Da schlägt es schon anders. Das beschlägt sich sogar meine Brille. Mhm. Aber glaub mir, in der Pfanne wäre es wahrscheinlich noch besser, weil der mehr Luft hat hier, ne? Ja, ja, sowieso in der Bratpfanne. Mhm. Ist das ein Autokessel, oder? Ja. Habe ich mal für 10 Euro gebraucht gekauft. Neu, oh, super. Nur einmal benutzt, alles Töpfe wie neu. Papier toll. Ist dran. Da kannst du mehrere Töpfe übereinander stapeln. Drin. Ja? Ja, ja. Geil. Mit Sieb, Abtropfsieb, Löffel dabei. Ja. Mhm, Tom. Mhm. Ach ja, stimmt. Warte. Komm, mach mal ein Foto. Warte. Tom? Wie du geguckt hast. Ach ja, der war jetzt gut. Mit dem gehackt, das war eine gute Idee hier. Ich muss noch mal eben die Kamera sauber machen, weil irgendwie... Mmh. Da kümmere ich mich gleich drum. Lecker, 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 lecker. Hast du Knoblauchpulver hier? Ja. Hast du auch noch? Ja. Ich wollte eigentlich noch eine Knoblauchzehe geschnitten haben, aber ja, komm, lass. Ich hab Pulver, das reicht auch. Noch hätte ich aber noch gemacht. Es muss alles ein bisschen köcheln, das dauert immer so ein bisschen. Muss ein bisschen kleiner stellen, ne? Ja. Ja. Boah, der hat aber auch. Tu mal ein bisschen drauf. Ich muss aber schön durchmischen. Hier. Hier drauf, wie du möchtest. Ja gut, frische Knoblauch schmeckt natürlich ganz anders, ja, ne? Ja, ist natürlich am besten, aber ich habe keine Lust. Aber gut, besser als nichts. Tom ist auf jeden Fall... Oh, Knoblauch. Oh, jetzt kommt es, ja. Also Tom ist auf jeden Fall besser vorbereitet wie ich. Aber ich finde es schön, Tom, dass man nach längerer Zeit wieder ein Autokochen gemacht hat. Ja, ne? Irgendwie hat das gefehlt. Ja, das hat was, ne? Ja, ja, ich weiß. Haben wir schon lange nicht mehr. Haben wir lange nicht mehr. Ja. Guck mal, das schmeckt aber gut mit Knoblauch, ne? Weiß Leute. Ich schon was anderes. So. Muss man lassen. So. Hier, nimm einen Löffel, probier mal. Nee, alles gut. Ich hab noch genug, dann esse ich's. Ich muss alles aufessen gleich. Oder ich teile mit euch gerne. So, jetzt mache ich mal mit dem Handy nochmal. Ihr sollt Pfeffer, ne? Schwenken. Aber es riecht gut. Ja. Da muss man wirklich lassen. Es riecht wirklich gut. Paprika-Hack. Boah, das muss ich erstmal zu Hause.
Ui, boah, jetzt hast du aber Hunger, ne? Jetzt. Ich habe so einen Hunger jetzt, also ich halte es nicht mehr aus. Ja. Nicht gefrühstückt. Ja. Also, ne? Toll. Ja, da muss ich zu Hause mit Spülmittel schön rauskratzen. Ja, ja. So. Aber so ein Kessel ist schon nicht schlecht, ne? Ist geil. Das muss man lassen. Aber warum werden die Kessel denn alle so schwarz? Ja, es ist, keine Ahnung, wahrscheinlich normal bei denen. Ja? Ja. So. Lass es dir schmecken. Oh, guckt. Ja. Jetzt denkt deine Community, hör mal Thomas, hör mal Tom, allein Essen macht dick. Der lässt jetzt richtig gut gehen. Aber hat gut. Oh, ist aber noch gut drin. Freunde, wir lassen es jetzt erstmal gut gehen. So, meine Gaskartusche erstmal weg. Ja, Leute, jetzt sind wir schon am Ende unserem tollen Outdoor-Koch-Video. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Also wir hatten gute Unterhaltung gehabt, auch gerade mit Nele hier. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ja, das Essen. Tom musste natürlich, habt ihr gerade gehört selber, ne? Ja, auf jeden Fall hat es super viel Spaß gemacht und ich bin auch tierisch satt. Also mich kannst du nicht verarschen, Tom, hinter mir ist keiner, weil ich sehe dich durch die Kamera. Nein, Leute, es war wirklich toll, hat mir richtig Spaß gemacht. Ne? Die auch? Ja. Ja, ne? Wie immer. Wie immer, ja. Nicht nur heute. Genau. Ja. Leute, ihr könnt ja mal reingehen beim Tom, Lost Adventure Tom, für ein Like und ein Abo. Der wird sich auf jeden Fall sehr freuen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha, verrückte Touren, Madet Jod. Guck mal, wie süß die Nele hier eine Jacke hat, ne? Richtig toll. Kleines Hühnchen. Okay. Kleines süßes Mäuschen, ne? Du kleines süßes Mäuschen, kommst du nächstes Mal in eine Pfanne rein, ne? Nein. Nein, war nur Spaß. Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt auf jeden Fall gesund. Haut rein. Ciao. Ciao. Bis gleich.